Geil! So habe ich das gesehen, das ist ja schön gedrückt und du hast mir ein bisschen was gegeben. Dass ich alphabetisch bleibe, dass die beiden Abgeordneten aus Wiesbaden hier sind, Jürgen Frömmrich oder Ladies First, dann nehme ich die Dr. Daniela Sommer als erstes. Ja. Freue mich, wenn ihr beide da seid. Das finde ich einfach ganz schön, weil es ja heute auch darum geht, eine Brücke einzuweihen, die mit viel Wiesbadener Geld gebaut worden ist, beziehungsweise das gesamte Konstrukt, was wir hinter mir haben und sehen können dabei. Freue mich natürlich, dass der Stadtverordnetenvorsteher mit dabei ist, Kollegen aus dem Magistrat, Stadtverordnetenversammlung mit dabei ist, und freue mich natürlich vor allen Dingen, dass diejenigen, die die Arbeit geleistet haben, mit dabei sind, nämlich hier vorne Frau Pieper mit ihrem Kollegen, die Firma Schafitzel mit Junior und Senior mit dabei. Wir haben hier schon bei schlechterem Wetter gestanden, Herr Schafitzel, und damals haben wir darüber gesprochen. Ich will es an dieser Stelle nochmal sagen, dass Sie mir sagten, dieses Parkhaus kommt weg, und dann habe ich Ihnen gesagt, das kriegen wir auch noch hin, und vorhin habe ich Ihnen sagen können, also es kommt bald weg, ja. Das ist ganz einfach so, und er hat noch den Geschäftsführer des Verbandes mitgebracht. Und wir werden von der Reihenfolge des Redens, ich will es auch Presse, freue ich mich natürlich auch, wenn Gerhard Meiser wieder da ist. Wir sind gestern Abend 22:30 auseinandergegangen, haben heute Morgen schon telefoniert, Gerhard, glaube ich, zweimal, und jetzt bist du auch schon wieder da. Nein, das ist schön. Freue mich natürlich auch, dass Gäste dort sind von unserem Seniorenheim, die Brücke natürlich schon getestet haben. Der erste ist schon drüber gefahren. Ich sehe ihn noch nicht zurückkommen, oder kommt er langsam? Schon wieder da. Also das heißt, die Brücke hat gehalten, und von der Rednerreihenfolge würden wir es gerne so machen wollen, dass nach mir Jürgen Frömmrich für die beiden Abgeordneten redet, dass dann Herr Rotauge, der bald einlaufen dürfte, dann entsprechend sprechen wird. Dann würden wir den Planer von der Firma Miebach, da ist er, dann sprechen wird, und dass wir dann die Möglichkeit auch für die Unternehmen geben, sich darzustellen. Frau Pieper hat schon gesagt, sie möchte es nicht. Wir hätten sie darauf vorbereiten müssen. Nein, Spaß beiseite. Aber Frau Pieper, wir sind froh, dass wir sie haben und dass wir die Baustelle auch so störungsfrei hinbekommen haben. Und natürlich auch den Planern herzlichen Dank, und vor allen Dingen die Firma Schafitzel vielen herzlichen Dank, die hier eine Arbeit geleistet hat. Die ist sehenswert, muss ich dazu sagen. Und wer hätte jemals gedacht, dass man im Umweltschutz darüber nachdenkt, dass man Brücken auch CO2-neutral bauen kann? Das ist ja etwas, was etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und deshalb ist es für mich auch etwas ganz Besonderes, diese Brücke. Ich habe ja schon häufig gesagt, das ist ein großer Weg für Frankenberg, den wir gegangen sind, ein Meilenstein, den wir haben. Aber hier muss ich das nochmal toppen, weiß gar nicht, wie ich es richtig benennen soll. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer Meilenstein, den wir hier gegangen sind. Und ich denke nur dran, Herr Stadtverordnetenvorsteher, lieber Björn, dass wir in 2020 das Nahmobilitätskonzept beschlossen haben. Wenn man dann sieht, dass wir heute am 27.04.2022 schon die zweite Brücke dafür in Angriff nehmen, was tun wir dafür alles? Und das ist natürlich nur dank eines guten Bauamtsleiters, Herr Dittmar, möglich. Da sage ich Ihnen wirklich herzlichen Dank für das gute Miteinander, und natürlich Herr Saure, der auch heute mit dabei ist, allen, die mitwirken. Ich weiß, das kann kein einziger alleine machen, weder Sie noch ich, sondern das geht nur im Team, und da haben wir bei der Stadtverwaltung Frankenberg, sage ich wirklich offen, ein gutes Team, sodass wir dort wirklich tolle Arbeit leisten können. Und wir hoffen, dass wir bei Ausschreibung, und wir müssen ja dieses Jahr weitermachen, weil das Geld, Jürgen und Daniela, muss schnell weg, dann müssen wir einfach sehen, dass wir gute Unternehmer bekommen, die in der Lage sind, weiterhin solche Brücken zu bauen. Aber ich will noch mal ein paar Worte auch zu CO2-Neutralität natürlich sagen, denn das sind alles Dinge, die uns ja am Herzen liegen, und je mehr wir darüber nachdenken und in die Zukunft schauen, noch mehr am Herzen liegen müssen und liegen sollten dabei. Wir haben ja mittlerweile im Landkreis den Verein gegründet,
Landkreis zusammen mit den Kommunen und mit Industrie- und Gewerbeunternehmen Klimaneutralität bis 2035. Das ist eine stramme Zeit, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, wir müssen noch mehr damit tun. Wir müssen die Menschen mit ins Boot bekommen. Und ich will ein Beispiel nennen, weil mir das wirklich am Herzen liegt. Als wir 2019 in Frankenberg die Europeade hatten, habe ich gesagt, wir möchten diese Europeade klimaneutral durchführen. Und wer weiß, wenn 200 Busse ankommen, dann ist das nicht klimaneutral. Das heißt, man muss dort Maßnahmen machen. Und dann bin ich auch gescholten worden, ich will das ganz deutlich sagen, über das Thema, wie macht man Verpflegung dann. Ich habe gesagt, dann gibt es vegetarisch für jeden. Das kam nicht gut an, muss ich dazu sagen. Wir haben dann auch mal was anderes gegeben. Aber wenn man dann Löffel bekommt, und ich weiß, dass der Dr. Sommer auch wieder klimaneutrale Sachen mit dabei hat, weil er daran auch immer denken tut, wer schon mal eine Suppe mit einem Holzlöffel gegessen hat, das ist schon was ganz Besonderes. Da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Aber wenn man diese Wege nicht geht, dann wird man es auch nie schaffen. Und ich war gestern Abend bei den Kaufleuten zur Jahreshauptversammlung und ich habe denen ins Stammbuch hineingeschrieben, bitte lasst uns mal die Fußgängerzone als erste klimaneutrale Fußgängerzone in Deutschland gestalten. Das sind doch Themen, die wir gehen müssen und die Presse hat es gestern gehört, heute nochmal Gerhard, weil das sind Themen, die wir weiter angehen müssen und ich habe das neulich, als unser Wirtschaftsminister da war, Tarek Al-Wazir, auch angesprochen. Ich möchte in Frankenberg ganz gerne haben einen außerschulischen Lernort Klima. Und das, denke ich mir, das sollten wir auch gemeinsam angehen, damit man dort etwas hinbekommt. Das sind Meilensteine, die wir insgesamt tun können, wie auch natürlich bei dieser Brücke, die wir insgesamt heute freigeben wollen. Wir haben kein Band dabei, brauchen wir auch gar nicht. Farbe gibt es aber auch nicht. Nicht, dass irgendjemand meint, der könnte die Pfosten anstreichen, die Pfeile anstreichen. Wir haben sie gestern erst sauber machen lassen, da wird nichts gemacht. Grüße jetzt Herrn Rotauge, der es noch pünktlich geschafft hat zu seinem Grußwort. Herr Rotauge, herzlichen Dank. Ich habe gesagt, liebe Stadtverordnete, Stadträte, Bauunternehmen, die an dem Projekt beteiligt sind, Hessenmobil als wichtiger Partner in dieser Maßnahme, ist ein schöner Anlass, sich wieder mal hier zu treffen. Und ich überbringe gerne die Grüße aus dem Hessischen Landtag für die Kollegin Dr. Sommer natürlich mit. Und wir beide als Frankenberger freuen uns natürlich ganz besonders, das kann man ja auch so mal sagen, wenn das Wirken in Wiesbaden dazu führt, dass das Geld dann auch in der Region ankommt. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Projekt, was wir hier verwirklichen. Wir haben erst neulich die andere Brücke eingeweiht, die Verbindung zur neu gestalteten Uferstraße beinhaltet. Jetzt hier auf der Wehrweide, ich habe vorhin schon scherzeshalber gesagt, wir müssen demnächst diesen Spruch mit den über 7 Brücken musst du gehen für Frankenberg umdichten. Aber ich höre, da ist noch was in der Pipeline, 2 weitere Brücken, die zumindest angedacht sind. Aber das zeigt, dass hier was auf dem Weg ist und dass sich Frankenberg auf zur Fahrradstadt macht und dass das, was früher mal so gesagt worden ist, dass sich das Bergland nicht so anbietet für den Fahrradverkehr, dass das heute anders durchdekliniert wird. Und nicht nur, weil natürlich viele Leute heute aktiv sind, sondern weil natürlich die Elektromobilität dazu auch führt, dass ganz viele Menschen heute mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs sind und nicht nur für den Freizeitverkehr der Ausbau, sondern im Bereich der Nahmobilität. Und das ist ein Stück weit auch das, was wir politisch ja wollen, die Verkehrswende vorantreiben. Dazu gehört auch der Fahrradverkehr und dafür gehören auch gute Fahrradverbindungen zu den Orten, da wo es möglich ist. Wir werden natürlich im ländlichen Raum weiterhin auch den Individualverkehr haben, aber wir brauchen eine gute Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger, vom Fahrrad, von öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben die Kurhessenbahn, wir haben den Individualverkehr, wir haben Busrufsysteme in Waldeck-Frankenberg. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung und ich hoffe, dass viele Menschen diese Möglichkeit auch annehmen. Und wenn wir
Frau Dr. Sommer und ich hier sind als, auch als Haushaltsgesetzgeber. Der Landtag stellt ja die Mittel zur Verfügung. Ohne den Beschluss des Landtags könnten die Mittel nicht verausgabt werden. Dann sind 2,3 Millionen Euro für dieses Projekt, finde ich, eine gut angelegte Sache. Das Land Hessen finanziert mit 75%. Das ist eine, finde ich, gute Förderung. Und es bringt uns weiter auf dem Weg zum Ausbau der Nahmobilität und zur Verkehrswende. Deswegen sind das schöne Termine, zu denen wir beide sehr gerne kommen. Und besonders freuen wir uns, wenn wir das hier in Frankenberg, in unserer Illerstadt, vergraben können. Und der Bürgermeister hat das ja vorhin gesagt, noch viele Projekte. Und wir müssten hier das ein oder andere Gespräch führen. Das machen wir natürlich gerne. Und wir stellen auch gerne die Kontakte zu denen her, die die Bewilligungen machen. Aber wir brauchen natürlich später auch die Unternehmen, die das bauen. Ohne die können wir so viel Geld zur Verfügung stellen, wie wir wollen. Und wir merken ja gerade auch, dass die ein oder anderen Mittel, die wir zur Verfügung stellen, auch im Landeshaushalt, nicht abgerufen werden, weil wir Probleme haben, A, bei der Erledigung der Arbeiten, weil natürlich die Unternehmen auch fleißig am Arbeiten sind, aber weil wir natürlich auch Probleme mit den Rohstoffen haben und weil wir Lieferengpässe haben und weil das natürlich auch viele Dinge auf der Zeitschiene verzögert. Und das Schwäbisch Hall hier dran beteiligt ist, freut mich ganz besonders. Meine Frau kommt aus Niedernhall, das ist da unten in der Ecke und von daher kann ich ihr heute Abend erzählen, also ich habe welche aus der Nachbarschaft getroffen, aus dem Schwabenland, die hier eine CO2-neutrale Brücke erstellt haben in Holzbauweise. Ich glaube, wir sind da als Stadt Frankenberg gemeinsam auf einem guten Weg. Und wir beiden, glaube ich, an den jeweiligen Plätzen, die Daniela Wagner und ich, wir unterstützen diese Projekte natürlich, die Daniela Sommer und ich, wir unterstützen diese Projekte natürlich weiter und freuen uns, wenn wir hier nach Frankenberg natürlich noch weitere Mittel für weitere Projekte akquirieren können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber ohne die entsprechenden Mittel des Landes wären natürlich solche Projekte nicht realisierbar. Deswegen kann ich auch meine Rede mehr darauf fokussieren, wie unsere Zusammenarbeit ist und wie wir zu diesem tollen Projekt vielleicht auch ein Stückchen weit gemeinsam gekommen sind, zumindest hinsichtlich der Darstellung, wie sie es jetzt darstellt. Mit der Stärkung der Nahmobilität über die Förderrichtlinie haben wir natürlich zum Ziel, genau solche Projekte zu fördern. Und insofern ist es dann meine Aufgabe auch, die Kommunen entsprechend zu beraten. Und da muss man an dieser Stelle einfach sagen, was wir jetzt hier sehen, ist sehr toll. Das ist ein gelungenes Projekt und das resultiert auch einfach aus der guten Zusammenarbeit, die wir schon über längere Zeit pflegen. Es ist ja so, dass das Land Hessen Qualitätsstandards und Musterlösungen für den Radverkehr auf den Weg gebracht hat, die dann wiederum auch an die Förderregularien geknüpft sind, die eingehalten werden sollen. Das ist zu kommunizieren, das ist einzuhalten und das funktioniert mit der Stadt Frankenberg sehr, sehr gut. Lieber Herr Dittmar, ich danke da an dieser Stelle sehr herzlich auch dafür, für diese Zusammenarbeit. Das ist ja als Bewilligungsbehörde auch nicht immer leicht, diese Grundsätze des Landes zu vermitteln. Aber hier in dem Fall ist es auch wieder sehr, sehr gut gelungen und bedanke mich da einfach für den Austausch. Ja, was wir sehen, ist dann im Prinzip das Resultat auch der Qualitätsstandards und Musterlösungen. Eine Radwegebrücke, die den wirklichen heutigen Nutzungsansprüchen genügt und die dann dementsprechend auch zukunftstauglich ist. Was ich an der Stelle besonders erwähnen möchte, dass Sie ja auch die Förderung eines Radverkehrskonzepts zuerst in Anspruch genommen haben. Das ist eine Vorgehensweise, die sehr zu begrüßen ist. Und das ist genau so, wie man in Zukunft die Verkehrsentwicklung, Mobilitätsentwicklung, Nahmobilitätsentwicklung auch vorantreiben kann. Sie haben sich das Konzept fördern lassen und ich bewundere das sehr, wie akribisch Sie das jetzt nachverfolgen und angehen und die entsprechenden Projekte kreieren. Die Politik die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt und wir im Austausch gemeinsam dann entsprechend der Qualitätsstandards und auf Basis ihres Konzeptes dann tolle Projekte machen. Und insofern freue ich mich auf die weiteren Projekte, freue mich, dass ich heute hier eingeladen worden bin, wünsche allen einen guten ersten Gang über die Brücke. Ich bin leider auch nicht mit dem Fahrrad angereist. Ich hoffe, ich kann das nachholen und vielleicht können wir dann noch weitere Brücken befahren. Und wünsche allen einen schönen Tag und bedanke mich. Sprache kommt da. Mein Name ist Frank Miebach vom Ingenieurbüro Miebach. Wir selber durften erfreulicherweise die Planung machen und sind sehr glücklich, dass wir auch hier mit der Stadt Frankenberg bzw. mit den Repräsentanten, allen voran möchte ich da Herrn Dittmar sehr, sehr lobend und auch erfreut erwähnen,
dass wir hier auch Vertreter gefunden haben, die sich dem Konzept oder ich kann es vielleicht etwas hochtrabend sagen, unserer Mission auch ein Stück weit mit angenommen haben. Wir haben uns als Planer für den Holzbrückenbau spezialisiert oder darauf spezialisiert. Allein aus dem Grund, weil einfach dieser Werkstoffholz mehr verdient hat als vielleicht in der vergangenen Zeit, wo er im Bereich des Brückenbaus eine Nische, Nischendasein gefristet hat. Hier kann man durchaus sehen, und wir sind auch sehr bemüht, ein zeitgemäßes Bauwerk zu realisieren, denn gerade mit dem Werkstoffholz, wir haben es ja eben schon erfahren, ist es möglich, CO2-neutral zu bauen, und ich möchte Ihnen gerne auch in dem Zusammenhang vielleicht auch ein paar technische Daten mit an die Hand geben, gerade die Repräsentanten der Presse sind ja meist interessiert daran. In dem Bauwerk sind ca. 160 Kubikmeter Holz verbaut. Das entspricht auch in etwa ca. 160 Tonnen CO2, was dort eingespeichert ist. Und das ist sicherlich eine Menge, wenn man sieht, dass jedes Infrastrukturprojekt theoretisch das in Holz denkbar wäre, dementsprechend solche großen Werte einlagern kann. Und gerade da ist es uns allerdings auch wichtig zu betonen, Holz macht nur Sinn, dann so eingesetzt zu werden, wenn es auch geschützt eingesetzt ist. Und das ist in dem Fall der Fall. Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass ein konstruktiver Holzschutz hier umgesetzt ist. Oberseitig mit Betonplatten, sodass keine direkte Bewitterung an das Holz herankommt. Und die Bereiche, die sehr, sehr exponiert sind, wie die Geländer, die sind sehr reduziert in Holz gehalten. Da haben wir also Stahlgeländer mit lediglich einem Holzhandlauf, damit zumindest der Nutzer, der rübergeht, einen kleinen Hinweis darauf hat, was für ein Material hier verbaut wurde. An sich ist aber immer schön, immer wenn ich hier nach Frankenberg komme, scheint die Sonne. Das ist tatsächlich bei allen Terminen bisher so gewesen. Im Umkehrschluss kann es so sein, wenn Sie gutes Wetter brauchen, rufen Sie einfach an. Liebe Gäste, liebe Bauherrschaft, ich bedanke mich, dass ich auch hier stehen darf, ein paar Worte sagen darf. Zuallererst möchte ich sagen, ich bin stolz, an so einem Projekt beteiligt zu sein. Wir machen zwar viele Holzbrücken, aber auch das ist ein herausragendes Projekt und da bin ich stolz drauf, also nicht auf uns, sondern auf unsere Mitarbeiter, ne, die wir wirklich, der Herr Miebach, nämlich, die vergisst man nämlich ganz gern, der Miebach hat es nämlich schon erwähnt, es ist vorher mal das Wort gefallen, Ingenieurskunst, definitiv. Es ist eine Ingenieurskunst, aber ausführen müssen es die Handwerker. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch erstmal unsere Leute, die das hier umgesetzt haben, mich auch an dieser Stelle bei unseren Leuten bedanken. Dann natürlich, wir durften unsere Leute hier nicht herschicken, wenn die Bauherrschaft sich nicht für den Holzbau entschieden hätte, für die Brücke entschieden hätte. Möchte ich mich hier dafür auch bedanken für die gute Zusammenarbeit. Ich denke, wir hatten einige Herausforderungen, haben sie aber immer gemeinsam konstruktiv gelöst. Und von daher vielen Dank, Herr Hess, vielen Dank, Herr Dittmar, vielen Dank auch, Herr Saure. Wo ist er da? Hier, genau. Vielen Dank für die tolle und gute Zusammenarbeit. Und ich denke, das Projekt zeigt, was eine gute Zusammenarbeit. Und wenn jeder irgendwo davon überzeugt ist und das Bild im Kopf hat, was dabei rauskommen kann und ein Ziel im Kopf hat, man sieht, was dabei rauskommt. Also von daher vielen Dank für die sehr gute und tolle Zusammenarbeit. Es macht mich aber auch stolz, ich habe angefangen, dass ich stolz bin. Es macht mich auch stolz, dass so ein Projekt zum ersten Mal in Hessen in Holz gebaut wird. Das zeigt ja, dass der Holzbau hier auch Fahrt aufnimmt. Wir haben auch schon mehrere Projekte mit dem Ingenieurbüro Miebach zusammengearbeitet. Entschuldigung, euch habe ich gerade aus Spontanität natürlich vergessen. Natürlich auch euch. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Frank Miebach, Konrad Kronenberg und Lukas Osterloff. Ihr gehört da natürlich genau dazu. Wir haben schon mehrere Projekte umgesetzt, wo das Ingenieurbüro Miebach Planer war. Und dort war immer eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit da. So auch hier. Und wir bekommen es aber auch immer mit. Deswegen, wir sind stolz darauf, dass diese Brücke in Holz gebaut wird. Bekommen aber auch mit, dass mehrere Brücken schon, oder der Holzbrückenbau gerade wirklich an Fahrt aufnimmt. Ja? Das Ingenieurbüro Miebach hat gerade, glaube ich, sehr viel zu tun, wenn ich das sagen darf. Und das freut mich natürlich sehr, dass hier einerseits die Nachhaltigkeit in der Gesellschaft eine wichtige Rolle einnimmt, aber nicht nur das Thema Nachhaltigkeit für den Holzbau spricht, sondern natürlich genauso gut, ne, mit der Lebensdauer haben wir es vorhin gehabt, müssen wir keinen anderen Baustoff hinherstellen. Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich genauso beim Thema Holz, beim Baustoff Holz. Und von daher gibt es eigentlich keine Gründe, die gegen Holz sprechen. Ne? Deswegen sind wir immer wieder selber überrascht,
dass Holz doch immer so ein bisschen ein Randbaustoff ist, aber wir arbeiten daran, dass es auch besser wird. Wir arbeiten auch mit der Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau. Vertretung ist hier jetzt der Herr Kleinhans da, mein Vater. Arbeiten wir auch daran, dass es hier vorangeht. Und vorhin ist mal noch irgendwo gefallen, über 7 Brücken musst du gehen. Also sind wir gerne offen, sind wir auch gerne mit dabei. Ich selber bin auch Fahrradfahrer, also ich fahre dann auch lieber über eine, nicht nur über eine Brücke, sondern fahre gerne über 7 Brücken. Da komme ich dann auch gerne mit dem Fahrrad her, komme aber auch mit einer Brücke auf jeden Fall her. Und vielleicht so als kleines Ziel, in Loma gibt es beispielsweise, dort haben wir auch mehrere Brücken bauen dürfen, wo das Ingenieurbüro Miebach sitzt. Liegt natürlich nahe, dass dort Holzbrücken gebaut werden. Dort hat man mal einen Brücken- und Radwanderweg gemacht. Also gab es eine eigene Karte für Holzbrücken. Das kann ja hier dann auch ein Ziel sein, ne, dass man hier mal eine Radwanderkarte erstellt für die Brücken. Ja. Wenn alle die Kamera sehen, können sich auch alle drauf. Alle nochmal. Stadtkamera gucken.